Okay, everyone. So now please join me in welcoming Eric, who is a PhD student at the FU in Amsterdam, and he will talk about ASLR. Please give him a warm round of applause. Hello. Like the Herald said, I'm Eric. Hallo, wie der Herald schon gesagt hat, ich bin Eric. At the FU in Amsterdam, at the FUSEC group. Ich arbeite an der Füßergruppe in Amsterdam. Die Arbeit, die ich präsentiere, die meiste Arbeit hat bei den Ben Krask und Stefan gemacht. Die haben gezeigt, dass der Angriff, den ich präsentiere, all 22 micro zu allen that he's tested, so. 202 Architekturen funktioniert. I try to sneak this slide in all my talks. Ich versuche, diese Folie in alle meine Talks reinzupacken. Diesmal passt es besonders gut, weil der Talk darüber geht, diese zu finden. Attacking ASLR. Der Talk ist dafür, TSLR anzugreifen. Das ist Adressraumverwürfelung. As far as deployment concerned, is one of the success stories. Das ist eine erfolgreiche Methode und wurde weitreichend benutzt, um somewhat more difficult exploits viel schwieriger zu machen. Makes it more difficult is that it changes the location. Es verändert die den Ort, wo der Code und die Daten abgespeichert sind. Und jedes Mal, wenn der Prozess läuft, so kann der Angreifer nicht sich darauf verlassen, dass bestimmte Adressen gleich bleiben die ganze Zeit. Modern 64-Bit Architectures, auf den modernen 486 Architekturen, which means there is about you can address about 256 terabytes of memory. This memory is not, you cannot write everywhere or read everywhere. Man kann nicht in dem ganzen Bereich schreiben und lesen, weil euer Computer vielleicht nicht ganz so viel Speicher hat. In der Realität nur der sehr kleine Teil wird dafür benutzt, von einem Prozess benutzt. So it's quite easy to change the location of this memory. Daher ist es ganz einfach, den Ort dieser Daten zu ändern. Because it's very useful for, so macht es diese Exploits ein kleines bisschen schwieriger. For example, if you want to overwrite a return address on the stack, weil man die Datei nicht weiß, und wenn man eine Adresse auf dem Stack überschreiben möchte, dann springt man zu dem Falschen und dann crasht, stürzt es ab. Not much is needed to, nicht viel wird gebraucht. This mitigation, you just need to leak darum umzugehen, man braucht nur eine Lücke, um. So you can try to reuse the bug that you can use to exploit. Man kann den Bug nochmal benutzen, die Schwachstelle nochmal benutzen. To first leak information and then exploit, or if um die Informationen rauszubekommen und dann auszunutzen. Oder man muss andere Schwachstelle finden, um das auszunutzen. Diese Präsentation ist über einen Angriff, der benutzt einen Nebenkanal von JavaScript. On processes in the hardware itself. Das läuft auf dem Prozess, laufen auf der Hardware selber, of data or code, um den Ort von Daten und
Code auf dem Speicher herauszufinden. Die Monet CPU-Architektur ist ein, hat mehrere Schichten. So even if you, as a programmer, write machine code, das heißt, wenn man als Programmierer Maschinencode schreibt, ist da Zeug, worüber man sich nicht kümmern muss. Especially stuff to make your insbesondere memory accesses are very slow on insbesondere um das Programm schnell zu machen. Compared to your CPU, Speicher ist sehr langsam im Vergleich zum CPU in modernen Computern. Daher gibt es einen Cache-Mechanismus, der so other things are also abstracted away. For example, if andere Sachen sind auch weggekürzt. Die Daten werden in den Cache geschrieben und man bekommt eine virtuelle Adresse zurück. Gives off a virtual address to the CPU, which then es gibt eine virtuelle Adresse zu dem CPU und der muss das in eine physikalische Adresse umwandeln. Component called the memory management unit. Und das wird bei einer Komponente getan, die Speichermanagement-Einheit ist. Of mappings from pages to from physical memory to from virtual memory. Das übernimmt die Aufgabe von virtuellen Speicher in physischen Speicher umzurechnen. If an address is not in the cache. Aber wenn eine Adresse nicht in dem Cache ist, dann muss es diesen PT-Walk machen. The page table walk is what we are going to. Der PT-Walk ist das, was wir versuchen werden anzugreifen. Measure the effect the page table walk will have on the. Wir messen einen Effekt, den der PT-Walk an den L3 Cache hat. Das ist der größte Cache in dem in einer CPU. To find out what's happening in the during the page table walk. Um herauszufinden, was during dem während des PT-Walks stattfindet. From JavaScript and to measure whether memory gets accessed. So. Und dann benutzen wir, um zu messen, ob Speicher benutzt wird, und dafür brauchen wir einen sehr guten Timer, um das festzustellen. Standards committees have come. Glücklicherweise für uns haben die Browser Standard-Committees eine Funktion eingebaut, um genau das zu machen. Und dadurch bekommt man eine sehr klare Zeit. Messung. Bis jemand ein Paper veröffentlicht hat, das gezeigt hat, dass man diesen L-Cache-Angriff auf dem CPU machen kann. Der Browser macht die Messung gröber. Little bump and then und jede Mikrosekunde bekommt man so einen kleinen Sprung und nichts verändert sich. Aber es ist noch nicht verloren für den Angreifer, weil man kann diese den Timer für die Vergröbung ausnutzen. And then start a counter. And then depending on how long the operation takes, the counter the longer the operation takes, the smaller the count is when the jump happens. Man nutzt einen Zähler, um diese Sprünge auszurechnen. In Chrome of the time when this happens, so wurde die Zeit variiert. You can do multiple measurements and then you. Aber man kann dann diese mehrere Messungen machen. Man kann wieder eine gute Messung bekommen. So the browser makers decided. Die Browsermacher haben entschieden, to make this a bit more difficult, but das ein bisschen schwieriger zu machen. Where the standards when the browser standards committee als das Browser Standard Committee also giveth, so
they decided to wenn sie nehmen es geben es auch an object called, the shared array buffer. Sie haben entschieden etwas zu machen das called das wird der shared array buffer genannt which are called web workers in JavaScript das erlaubt mehrere Threads gleichzeitig zu laufen und das ist standardmäßig aktiviert und nachdem wir diesen Angriff veröffentlicht haben. Sie haben mehr oder weniger aufgegeben, diesen Zeitangriff zu verhindern in JavaScript. Der Shared Array Buffer kann für anderes benutzt werden, aber darüber will ich heute nicht sprechen. So, how can we measure time using shared memory? Well, wie können wir die Zeit messen, in der Shared Memory genutzt wird? And the other thread does the operation, and then. So. Das eine ist die Zeitmessung und das andere ist die Operation. Wenn es the timer thread waits until the thread which does operation der Timer Thread wartet bis die Thread Operation it sets a variable and does starts the operation. Das setzt eine Variable und startet die Operation. The counter thread und währenddessen der Timer-Prozess sieht, dass der dass das geändert worden ist und startet das Zählen. Changes the buffer again and then und der zweite Thread startet the counter thread, den Buffer wieder. So this gives a very crisp measurement. Und dadurch bekommt man eine sehr klare Messung. So now we have a nanosecond, so, jetzt haben wir eine Timer, and we can Skala do auf Nanosekunden Genauigkeit, mit der wir das alles messen können. So we'll be doing a timer attack. Was wir jetzt machen, ist eine Timer-Attacke on the last level cache and, auf den höchstrangigen Cache, also das heißt Ebene 3 oder 4. Accesses memory. Everything, die CPU jetzt Speicher im RAM in this, zugreift on the granularity of a cache line, dann ist alles 64 Bytes. Auf der Granularität einer cache line, also das heißt, es muss immer eine komplette cache line laden, wenn es etwas in den Cache ziehen will. A certain physical address maps wenn ich jetzt onto a certain eine cache set, bestimmte Adresse this, habe, eine physische RAM-Adresse, dann mappt die auf eine ganz example, bestimmte Cache-Set-Adresse. Das heißt, auf bei einer normalen Desktop-Maschine hat man cache lines. 16 verschiedene cache lines. And I'll in einem cache I'll talk set. About a modern Intel machine. Wo but ich the rede jetzt hier über moderne Intel Maschinen, aber ja, yeah, also to other microarchitectures. Funktioniert im Prinzip bei anderen Mikroarchitekturen genauso. There per core there are Kern. 2048 Cache-Sets, which are called a slice, and die man jeweils einen Slice nennt. You have four slices, and these slices are shared among all cores. Kern jedes Mal ein Slice, also vier Slices. Intel has organized their cache. Das ist einfach die Art und Weise, wie Intel seinen Cache intern anordnet. To get the cache-set ID, um jetzt die cache-set ID auszurechnen, within the slice, muss used, man wissen, welcher Slice wird benutzt, also welche, and then you discard the six bits, Spalte, which are basically telling you which byte within das the cache line die ersten 6 Bytes the 11 bits next sind and that welcher is the Slice set. Benutzt wird so und der Rest der nächsten 11 Bits sind dann die Cache-Sets. Das heißt, es ist ein Round-Robin-Mapping des physischen Adressraums. Die Cache-Slice ist ein komplizierter Hash der Adresse, die wir aber nicht brauchen für diese Attacke. Das heißt, wir haben Glück gehabt. Das Wichtige, was man sich merken muss, ist, dass wenn zwei Cache-Sets, also zwei Cache-Lines im physischen Speicher auf das gleiche Cache-Set gemappt werden, dann haben sie denselben Offset. Dieselbe physische Adresse, only, regard the bits which are, wenn man sich nur die
Bits anschaut. Yeah. So they only regard the lowest bits, so that wenn man nur die niedrigsten Bits anguckt. They have the same address modulo 128. Sie haben dieselbe Adresse modulo 128 Kilobyte. So from which follows that they also have the same address, dass sie auch dieselbe Adresse haben modulo 4 Kilobyte. And which happens to be the size of a memory page. Das ist which is genau die Größe einer Speicherseite, also die so quasi die kleinste Einheit des Speicherverwaltungssystems und der meisten Architekturen, die heutzutage benutzt werden. So now we know this, we can do. Jetzt, nachdem wir das alles wissen, können wir eine Cache Side Channel Attack fahren, also eine Nebenkanal-Attacke. Viele verschiedene Varianten sind möglich und wir versuchen einfach mal die einfachste zu benutzen. So the code, was wir machen müssen, ist effect and time attack is also quite simple. You have an effect function which muss erstmal ein Effekt machen, das verdrängt which map into a certain cache set. Das and we can just mappt do that by die Zeile in ein bestimmtes cache set und darauf können wir zugreifen. At a certain offset of a page, which we just bei einem bestimmten Offset einer Seite. And at this point, an dem Punkt, all the cache lines, alle cache lines filled with our data sind mit unseren Datenbytes gefüllt. Then we proceed to do an operation. We do take a timestamp. We do the machen wir eine Operation. Also nehmen erstmal einen Timestamp, lassen die Operation laufen und dann schauen wir, wie lange es gedauert hat. To do something with with a physical memory, wenn die Operation irgendwas mit dem physischen Speicher machen muss, cache set, which maps into this, bei einem cache set, der in diese cache line in physical memory, which maps into this cache set, mit einer cache line im physischen Speicher, die in diesen cache set reinmappt, really slow, dann dauert es länger, weil Speicherzugriffe dauern einfach sehr lange im Vergleich zu direkten Zugriffen auf den Cache so, oder einfach nur Ausführungen in den Registern. See if this operation depends on the physical, das heißt, wir können sehen, ob die Operation von einer physischen Speicheradresse abhängt. Wie hängt das jetzt alles zusammen mit dem Page Table Walk, den wir angreifen wollen? So Page tables are page mechanism, tables sind are, ein are Mechanismus, a mechanism for processes to address dem Prozesse a really large address space einen sehr großen Adressraum adressieren relatively können, small ohne of physical memory. Wirklich viel so physische Speicher dabei zu verbrauchen. Also am Ende des Tages ist es ein Baum, tables at every level, wobei auf jeder Ebene the address space into equal parts. Seiten sind, so the first level, das Intel Ganze in gleiche Teile aufteilen. The fourth level, bei Intel ist der erste Ebene die vierte Ebene, well, weil da vier Ebenen so sind. Divides address space up into, das teilt den Adressraum 512 MB. The next Bereich von 512 Gigabyte auf. So there could be auf 512 entries, dem nächsten don't have to be. Level können 512 Einträge sein. The address space into one die müssen gigabyte nicht alle ausgenutzt werden, aber sie können. Into, und das teilt es auf in 1 Gigabyte Bereiche, dann in, chunks, auf dem nächsten Ebene in 2 Megabyte Bereiche und im nächsten in 4 Kilobyte Bereiche. Und jeder Eintrag da drin zeigt genau auf eine so, Adresse im Speicher. So, wenn jetzt, was der Page Table Walk Process macht, ist, er nimmt die virtuelle Adresse und er benutzt eine Binärdarstellung dieser Adresse, weil das einfacher ist, den Prozess darzustellen. One bits are black and the white bits are zero. Die Bits, die eins sind, sind hier schwarz dargestellt. Die Nullen sind weiß. TLB miss. Und jetzt haben wir einen Fehler. Also das heißt, Der TLB hat die Zeile nicht sofort gefunden, sondern muss erst suchen. The CPU first, zeigt jetzt auf die erste, then the den ersten Page Table. So. The hardware looks at the
Die Hardware schaut sich dann die neun signifikantesten Bits in der Adresse an und benutzt das als einen Index-Pointer in diese Tabelle rein. It does the same with the dann macht er dasselbe mit dem nächsten Level, with the next level und mit dem nächsten und mit dem vierten. Level. Up und am Schluss level where we kommt man dann auf der Ebene an, wo wir wissen, dass der Speicher weg ist. The 12 bits, at the end die letzten 12 Bits sind dann der Offset in diesen Bereich rein. So this is a 4K page. Das ist eine 4 Kilobyte Seite. So we can use this page to do a side channel attack. Jetzt können wir diese Seite benutzen, um eine Nebenkanalattacke zu fahren. The observation is that the other die Beobachtung the page tables themselves are also dass die pages. Die page tables sind selber pages. Each of them are pages, and so we can also do a side channel attack. Das heißt, wir können auch eine Nebenkanalattacke auch auf diese Seiten fahren. So let's take a look of what we can discover this way. So we was wir dabei finden können. Find out that a certain page. Wir können zum Beispiel finden, dass eine bestimmte Seite gets a hit. Einen Treffer hat. Are eight possible entries which would cause this hit. So acht mögliche Einträge, die diesen Treffer verursachen können. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so viel. Aber wenn wir uns die alle anschauen, merken wir, dass die ersten sechs Bits die gleichen sind. Das heißt, wir wissen, dass es eine Abfolge von sechs Bits gibt in der Adresse, die diesen Wert hat, den wir durch die Nebenkanalattacke herausfinden können. Es gibt pages, and there are vier Ebenen an Seiten. Location tables. Into the page, so we get five cache columns. Teil der, we assume we der verschiedenen Ebenen im Cache. Last level, the last location inside annehmen, the page, die, because die letzte is pretty easy to reverse engineer, and even if you can't. Das ist der letzte Teil der Adresse, die genaue Adresse im Speicher angibt. Es gibt andere Nebenkanalattacken, mit der wir das finden können. Das findet man normal relativ einfach über den Code. Und das können wir im Prinzip machen, nachdem wir die anderen alle gefunden haben. So, also, or actually we try to try to not get in the way. Also wir versuchen das erstmal zu ignorieren, damit es uns nicht im Weg umgeht. So, now we have found four cache lines, which das heißt, wir haben jetzt vier cache lines gefunden, for the page table wall. Die für den page table wall benötigt werden. We can see that there are four chunks of three bits that we know nothing about. Es gibt vier Bereiche mit jeweils drei Bits, über die wir nichts wissen. Line, und which cache line is used for which. Wir wissen noch nicht, welcher Treffer für welche Cache-Line benutzt wurde. Give us about 16.6 das heißt, bits of entropy left. So wir haben noch etwa 16,5 Bits an Entropie übrig. We still need das heißt, wir haben immer noch nicht so viel gefunden, weil 16 Bits sind immer noch gar nicht so wenig. Aber jetzt gibt es noch einen Trick. Das ist eine Technik, die heißt Sliding. Da allozieren wir erstmal einen Puffer, der groß genug ist. Und fragen dann bestimmte Seiten eine nach der anderen ab. Einfach immer die nächste Seite abrufen. Sieht ungefähr so aus. Das ist jetzt wieder der letzte Level an Cache, also der vierte. Immer weiter, immer die nächste Seite. Und wenn es überwechselt, dann wissen wir, okay, das ist jetzt eine Grenze der Cache-Line. Das heißt, für die nächste Seite the lowest bits of this entry are all zero because it's die niedrigsten, went over the also die, nicht, die am wenigsten signifikanten Bits der Adresse werden alle null sein, weil es eine Grenze war. For the das heißt, das können wir auch bei den zweiten Ebene machen. This time we add two megabytes, jedes Mal 2 Megabyte dazu. Still not that problematic. Das ist immer noch kein großes Problem. Alles aus Java ohne Probleme machbar. Dann kriegen wir den gesamten Eintrag aus dem zweiten Level. Entropy is left. So wie viel Entropie bleibt übrig? Of three bits, and we don't know which, wir haben zwei Chunks auf je drei Bit.
Und wir wissen natürlich nicht, in welchem Page Table und welche Cache-Line gehört zu welchem PT. Und damit bleiben uns 7 Bit übrig. Für das hier. Hier gibt es nicht viel zu tun, wenn wir eine gute Zeitmessung in JavaScript machen wollen. Aber wir können mehr machen, weil in der Praxis. In practice stuff isn't optimal, so. Das Zeug ist nicht optimal. Actually, nowadays we're starting to be able to allocate 1 GB. In diesen Tagen. Allocations in JavaScript. Fangen wir an, mit 1 GB reinzuschreiben. Run a real tournament in there or something. But then for the last level, it's kind of. Und das ist möglich und für die höchste Stufe macht man 512 GB Allocations. 8 times, so. Dann muss man das 8-mal machen und das funktioniert dann nicht. For example, on for Firefox on Linux. Aber für Firefox auf unter Linux. Type of object. Für einen bestimmten ein bestimmtes buffer, Objekt, das Array Buffer genannt wird. Firefox initialisiert den Speicher nicht und fragt einfach den Kernel für den Speicher und lässt ihn da. Doesn't initialize it and so. Und der Linux Kernel initialisiert ihn nicht. Und packt keine Page-Table-Struktur da rein. Und es benutzt keinen Speicher, solange wir es nicht berühren. Und wir müssen keinen Speicher verbrauchen. Wir müssen nur darüber gehen und nur eine Seite an ganz am Ende benutzen. So actually on Linux you can it turns out you can allocate huge chunks of unter Linux kann man große Bereiche von virtuellem Speicher allokieren within seconds to minutes you can und innerhalb von Sekunden oder Minuten man kann das ganze you can basically do the sliding attack. Das Ganze berechnen, man kann den sliding Angriff fahren und die Cache-Line umdrehen auf der höchsten Page-Table-Level. Chrome does initialize memory, Chrome initialisiert den Speicher, was ein bisschen unglücklich für uns ist. But, what it does is, it divides memory up into aber es zerteilt Speicher in Heaps und wenn der Heap voll ist oder es entscheidet aus Sicherheitsgründen, dass es einen neuen erzeugt. Und um das ASLR zu vergrößern, es versucht eine große Lücke zwischen den beiden Heaps zu erzeugen. Das bedeutet, wir können schnell vorwärts bewegen im Adressraum. Und diese Methode, die neuen Heaps zu erzeugen, recover the third level address bits. Wir können die Adressbits des dritten Levels benutzen mit ein paar Bit Entropy übrig. Unter Windows, ich bin nicht sicher, welche. But doing the attack on the fourth level would aber der Angriff auf dem vierten Level würde eine lange Zeit brauchen. Because Chrome needs to initialize and free lots of memory. And weil Chrome viel Speicher initialisieren muss und das Notebook wird heiß. Und dann gibt es kein SLA Recovery in diesem Fall. Was implemented on a Skylake machine, but das war ja jetzt implementiert auf einer Skylake Maschine, aber es war 22 machines by aber es ist auch verifiziert, dass es auch auf den 22 Nanometer Maschinen funktioniert with a native C program. So yeah. Und das wurde jetzt gemacht mit einem nativen C Programm. Time for a demo video. Zeit für ein Demo-Video. So. Oh.
So here we have obviously the browser. Hier haben wir offensichtlich den Browser. These bits are the raw measurements and diese Bits sind die signals, tatsächlich Messungen by an, a solver which kind of tries to find und das hier sind die Bits likely, das versucht die größtmöglichste the most likely values Werte zu finden für den Angriff. Looks really pretty matrix style. Das sieht sehr schön matrixmäßig aus. Try to get confidence on what they're measuring. Das versucht dann Sicherheit zu bekommen und misst so bis zu einem bestimmten Punkt und sagt dann, es ist klar. Attaching GDB to verify. Und dann fügt man noch the address GDP dazu. Is a location of memory. Und dann können wir sehen, ob die Adresse ein Ort ist, den wir kennen. Because of that we left a marker there. So weil wir einen, eine Markierung da gelassen haben. So, yeah. So, in conclusion, it's zusammenfassend, es ist möglich, sehr viele Adresseninformationen mit JavaScript über Seitenkanalangriffe zu bekommen. Alle großen Browserhersteller haben aufgegeben, solche Angriffe zu verhindern. You can't have multiprocessing with shared memory. Weil man nicht mehrere Prozessoren mit geteiltem Speicher haben, ohne das hier zu haben. The direction we're going. Das ist scheinbar die Richtung, in die wir gehen. So, welche Fragen? As always, please line up at the microphones. We'll start with number one, please. Yes, have you looked at actual browser bugs and at how many are exploitable with just a... Hast du an tatsächliche Browser Bugs geguckt und wie viele ausnutzbar sind? Weil man braucht normalerweise mindestens zwei. Somewhere to write to actually gain control over the execution flow. So in our attack, we also have a way to leak a code pointer. So, also in unserer Attacke benutzen wir auch eine Möglichkeit, um einen Datenpointer rauszuleaken. Wir benutzen JavaScript also Code. Wir legen einen Haufen and then just-in-time compilten Java-Code, JavaScript-Code an. So leaking the, das lässt these most significant pages is really hard to, ist ziemlich hart, to do. For code, but the last am level signifikantesten Teile der, der Page Tables zu leaken ist sehr hart, aber die Page Tables, which are die Page Tables, die yeah, which point to the actual pages and die auf die echten Seiten zeigen the levels, und die Level, the level one level above, das eine Level drüber pretty easy to, well, ist eigentlich easy. Relativ einfach. It's to do, it's doable. Es ist zumindest machbar. Could we get mic number 4, please? So you just criticized the, du hast gerade die Browserhersteller kritisiert, diese nicht die ganzen Sicherheitsmaßnahmen Probleme zu verwenden. Welchen Browser würdest du empfehlen? Yeah, so there's also a discussion of whether ASLR. Es gibt auch eine Diskussion darüber, whether, ob yeah, so ASLR. One of the things that make Dinge, die make this attack quite easy is that diese Attacke ermöglichen have tried to prevent against die, another die Browser called, Hersteller after free vulnerabilities versucht haben by allocating more memory every in a different region every time.
Attacken zu schützen. Weil wenn man einen Haufen Speicher jeweils in anderen Bereichen allociert und wenn man dann wieder was anderes alloziert und einen Bug im Browser dafür führt, dass man ein altes Objekt wiederverwendet, dann kann man relativ übles Zeug anstellen. Aber you can think of mitigations against this technique, but man they might sich, work against. Versuchen solche Helme zu überlegen, die sowas verhindern, aber after free, so die arbeiten dann wiederum gegen die anderen Sicherheitsmaßnahmen gegen Use After Free. Yeah. So is it still worth it? Die Frage ist, lohnt es sich überhaupt? Also because there are only 7 bits that are not inherent to the architecture. Es gibt nur 7 Bit, die nicht in der Architektur schon vorgegeben sind. Where also you can run JavaScript, in einer Umgebung, wo man JavaScript laufen lassen kann. It might help a bit and bringt irgendwas. Also ja, es mag schon sein, dass es hilft, aber lots of hours on man kann viele this, Stunden versuchen, Zeit zu verwenden, um das zu implementieren, aber ein Exploit-Schreiber will still be extra effort. Für den ist es immer noch extra Aufwand, aber es ist. Ja. Es macht es nicht unmöglich. I'm not sure. So, ich bin mir selber nicht so ganz sicher. Can we get a question from the internet, please? Given that ASLR is only meant to help protect against angenommen, dass SLR wie nützlich ist es, wenn der Angreifer nicht die ISMU benutzen kann, die MMU benutzen kann? Der Angreifer wird immer die MMU benutzen, aber den Ort zu wählen, wo es dann landet, ist ein bisschen schwieriger auf die Weise. Und das Timing über das Netzwerk ist noch viel, viel schwieriger. Ja. So, but the thing is that ASLR is used for local attacks. ASLR wird benutzt. Gegen lokale Attacken und this shows das that zeigt, dass that are inherently inside the architecture problems with this and dass es inhärente Probleme in der Architektur damit gibt und dass es eigentlich gar nicht so wirklich viel bringt. Can we get mic number one, please? Right. So recently I saw a vulnerability by the security researcher Lockheed, which kürzlich habe ich was gesehen über den Security Researcher Lockheed. Samsung Cortex A7, which is und auf dem Samsung Cortex A7. What I'm wondering is, if was ich mich frage, wenn ich ein Array in JavaScript erzeuge, bin ich dann in der Lage, diesen Angriff mir anzuschauen, wenn ich mir die Adressen angucke? I guess shellcode itself selber ist wirklich nicht ausführbar in einem Array, aber man wird einen Bereich im Speicher kriegen, den man total kontrollieren kann, wenn es das ist, was du willst. Okay. Is there a PUC available or is this kept closed source? Ist das öffentlich lesbar oder ist es verschlossen, nicht veröffentlicht? Code. Wir described it in the paper. Wir haben es in einem Paper beschrieben, aber it should be reproducible using. Es sollte nachbaubar sein, hoffe ich. And we'll just stay at mic and one. I didn't get the graphic you showed us. Ich habe die Grafik nicht verstanden in JavaScript. Was waren die Farben für die verschiedenen Sachen für Y und X? Can you say stop or? In your video, for example, or? Oh. Oh, yeah. So. so, I'm not completely sure about the first one might be raw measurements. The second one is are the
mir selber nicht so sicher. Das erste könnten rohe Messungen sein. Well, aber the page tables that, bei der rechten Seite, das sind wahrscheinlich Page Tables, that, that we try to the lookups that we try to find. Die Lookups, die wir suchen. Ja. Yeah. So you And more from mic one, please. Hello. Hallo. I was just wondering if you guys actually tested. Ich frage mich, ob ihr das an irgendwelchen öffentlichen Sachen ausprobiert habt. Within the browser, so. Also, yeah, we ist halt ein Browser. For, a client. Das heißt, es läuft client. Natürlich clientseitig. I mean, I would like to continue actually, if it's okay. Ich würde weitermachen, wenn es in Ordnung ist. I read a couple of things about this. Ich habe mehrere Sachen darüber gelesen. Nicht nur das ASLR. How could be like the mitigation techniques for like public cloud? Wie die Mitigation für den Schreibzugriff? Is that you think possible to disclose the cache line? Wie das möglich ist, die Cache-Line zu veröffentlichen. Quite a few attacks. Ja, es gab schon einen Haufen Attacken. Yeah. Die using this technique from diese Technik benutzt haben. Also just natively, like you would do in a nativ benutzen kann so in a VPN environment, for example. In einer nativen Umgebung. Is the guy VPS environment? Oh, sorry. You on? So there is a browser plugin. Da ist ein Browser-Plugin von Forschern von der TU Graz. Was ist JavaScript Zero? Was diese Angriffe verhindern soll? Hast du davon gehört? Hast du ausprobiert, ob es vor diesen Angriffen schützt? So I haven't tried it, but also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber I would say, was it would, provide protection because würde es Sicherheit it allows you to disable, geben, weil disable stuff you don't want. Es erlaubt dir, Sachen auszuschalten, die du nicht haben willst, inklusive dem Shared Array Buffer. So in principle, the Shared Array Buffer also wasn't Prinzip here before this year. Der Shared Array Buffer war in den Browsern eh noch nicht vorhanden vor dem Jahr. So I doubt lots of public clouds. Das heißt, ich gehe davon aus, dass viele Public Clouds es benutzen. So I think it's easy to disable stuff you don't want. Ich denke, want. Es ist relativ so einfach, JavaScript, Sachen zu disablen, die man nicht will. Stuff all also, the time. JavaScript haut im Prinzip ständig neue Sachen an, um es passender zu machen für irgendwie Spielen oder Sensorik oder sonst was. And most code doesn't make use of it. For example, der meiste Code benutzt es einfach gar nicht. I only use JavaScript on also my browser when ich zum Beispiel benutze JavaScript in meinem Browser nur, without, wenn die Seite nicht ohne lädt. So I'm all for disabling lots of stuff. Ich bin totaler Fan davon, dass man alles mögliche Zeug disabled, was man gar nicht benutzt. Aber die Browser scheinen die andere Richtung zu laufen. How it will turn out in the end. Wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht. Thank you. Okay. Do we have any more questions? No. Then please thank our speaker again. Damit verabschieden sich aus der